Ja, natürlich auch das Thema Rentenzusage oder Kapitalzusage in der Unternehmenskasse oder pauschalisierten Unterstützungskasse ist natürlich eine wichtige Frage. Wir gehen ja das am Ende des Beratungsprozesses, wenn es darum geht, das Versorgungswerk als solches einzurichten, das Versorgungswerk als solches jetzt wirklich maßzuschneidern und an das jeweilige Unternehmen anzupassen, nach einer Checkliste vor, in dem alle Stellschrauben durchgefragt werden und auch empfohlen werden oder auch die Alternativen dargestellt. Warum? Und da geht es ja dann auch immer die Frage Kapitalzusage oder Rentenzusage. Rentenzusage mit Kapitalwahlrecht oder auch Kapitalzusage mit Rentenwahlrecht. Diese Dinge werden hier abgefragt und auch diskutiert und auch die Frage, wer soll das Wahlrecht, wer soll die Option haben. Ich persönlich bin immer ein Fan der Rentenzusage. Die Rentenzusage, weil es einfach das Urtypische ist, weil es genau das ist, was man seit 150 Jahren macht, weil es einfach das Typische einer pauschaldotierten Unterstützungskasse ist und weil es einfach Sinn macht. Auch die Liquidität fließt viel langsam ab und das Unternehmen will ja in erster Linie Liquidität. Es will keine Liquiditätsschocks durch einen Jahrgang 1965, der im 20-Mann-Unternehmen 12-mal vorkommt, sondern es will einen langsamen Abfluss und der ist mit Renten gewährleistet. Anbieter, die Rentenzusagen nicht wollen oder versicherungsmathematisch, finanzmathematisch nicht können, begründen es häufig damit, dass sie sagen, ja, Kapitalzusage ist so wie ein Sparbuch, wird ganz normal angelegt. Kann man natürlich machen, ist natürlich denkbar, aber man darf eins nicht vergessen, es sind immer Riesenzahlungsblöcke. Interessanter ist die Rente und das Thema mit Langlebigkeit, Biometrie, mit dem oft Angst gemacht wird. Stellen Sie sich vor, hier sitzen jetzt ja, 17 Leute. Glauben Sie, dass wir 17 alle 102 werden? Vielleicht einer, vielleicht auch zwei. Vielleicht sterben zwei oder drei von uns schon mit 68, 71, 72. Die statistische Lebenserwartung bei Männern liegt ja gerade mal bei 72, 73 Jahren, bei Frauen mit 78. Eine 65-jährige Frau, die hat auch eine Lebenserwartung von 82, 83 Jahre und der 65-jährige Mann auch eine Lebenserwartung von 78 Jahren. Aber insgesamt werden auch wir hier in dem Raum uns irgendwo an den Durchschnitt anpassen. Irgendwann werden wir irgendwo so versterben wie der Durchschnitt. Und es gibt auch die Wirtschaftskraft des Unternehmens, die das einfach trägt. Es gibt auch natürlich Inflationstendenzen und Szenarien, die das Ganze auch zum Schluss immer erträglicher werden. Ist eigentlich das urtypische System, das Geld durch Entgeltumwandlung reinkommt, teilweise Rentenzahlungen geleistet wird, also wo im Prinzip der Kapitalstock als solcher vorhanden ist, viel durchläuft. Und das ist eigentlich der Grund, warum dass wir Rentenzusagen viel interessanter halten als Kapitalzusagen. Wenn das Unternehmen natürlich sehr klein ist, ist durchaus möglich, dass das Unternehmen sagt, komm, ich mache es ganz konsequent, bei mir gibt es Kapitalzusagen. Möglich ist beides, man muss nur einfach wie bei allen Dingen, die es hier zu entscheiden geht, ganz bewusst sein, mache ich das eine oder mache ich das andere und vor allem, warum mache ich das und warum ist gerade das oder das in meinem jeweiligen Betrieb das Sinnvollere, das Bessere und vielleicht auch das betriebswirtschaftlich Angenehmere.